Elf und das Elf hat uns jetzt die ganze Geschichte erzählt über Quinch. Oder besser gesagt, jetzt über Quinch 2.0. Oh mein Gott, ich kann es einfach nicht fassen. Weil Quinch hat sich jetzt in Quinch 2.0 verwandelt. Und jetzt müssen wir ihm eine Falle stellen, weil ich so stark vermute, dass er hierher kommt jetzt. Und wir müssen irgendwas aufstellen, das den ja irgendwie abhalten kann, hierher zu kommen. Also, dass er uns nicht gleich kriegt. Und apropos sehen. Ich habe auch noch letzte Folge gesehen, wie Günther Bungalow aussieht. Und er sieht einfach nur gruselig aus. Aber Leute, wir müssen uns jetzt hier eine Falle suchen. Ah, Leute, ich hab's. Leute, 5 Euro. Ich habe jetzt auf die Schnelle so einen kleinen Plan entwickelt. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich kann auch nicht so lange aufnehmen, weil mein Speicher nicht so viel Platz hat. Aber deswegen wird es ja auch nur ein 4-Minuten-Video. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber Leute, ich werde einfach den 5-Euro-Schein an einen Seil dranhängen, weil ich bin mir sicher, dass der Grinch die haben will. Und dann, wenn er sie sich holt, dann ziehe ich sie hoch. Dann wird Grinch wahrscheinlich hinfallen. Und dann, wenn Grinch hinfällt, dann komme ich mit der Kordel von Gamey, die benutze ich dann, um Grinch festzubinden. Und zack, haben wir Grinch gefangen. Dann können wir ihn verhören. Und dann können wir vielleicht auch noch ein paar Sachen mit der Voodoo-Puppe anstellen. Weil Leute, wofür haben wir sonst die Grinch-Voodoo-Puppe mal bestellt? Leute, dann werden wir in der nächsten Folge die Voodoo-Puppe auf ihn einsetzen. Leute, hier ist der Geldschein und hier ist die Kordel. So, legen wir den Geldschein jetzt mal dahin. Und ich stehe hier dann mit der Kordel bereit. Okay, Leute. Psst. Ich bin hier die ganze Zeit hinter dem Vorhang von Nevio. Ich habe mitbekommen, dass sie mir eine Falle stellen wollen. Aber ich habe nicht genau mitbekommen, was. Deshalb muss ich jetzt mich hier ganz vorsichtig bewegen. Könnte überall Nevio sein. Oh! Da vorne sind 5 Euro. Die sollten wir uns mal anschauen. Damit kann ich gute Sachen für mich und Phantom kaufen. 5-Euro-Schein, ich komme. Ja. Wo ist der 5-Euro-Schein denn? Au! Ah, jetzt falle ich hier auch noch. Meine scheiß Hand. Das war doch sicher eine Sache. Warum rutsche ich die ganze Zeit hier? Es nervt. Es nervt dort. Ey! Warte. Nevio? Ey, Nevio, was machst du denn hier? Nevio, lass mich sofort frei. Nein, Grinch, hier haben dich jetzt. Und Grinch, ich geh mal eben die Voodoo-Puppe holen. Grinch, setz dich hin. Oh nein, bitte nicht die Voodoo-Puppe. Ist ja gut, ist ja gut. Ich setz mich ja schon da vorne hin. So ein Mist aber auch. Ich muss ja weg. Sie dürfen die Voodoo-Puppe nicht verwenden an mir. Quinn, ich komme jetzt nicht auf dumme Gedanken. Ich habe die Voodoo-Puppe gleich. Damit kann ich sie steuern. Also mach jetzt nichts, was du hinterher bereuen könntest. Ja, ist ja gut. Okay, Leute, das ist gut. Leute, wer hupt denn da so? Ei. Hoffentlich ist das nicht Phantom, aber naja, ich habe gleich die Voodoo-Puppe. Dann habe ich was Endgültiges gegen Quinn in der Hand. Oh Mann. Quinn, ich hatte echt Glück, dass ich das hier erst suchen musste, Leute. Ich finde hier vor lauter die Voodoo-Puppe gar nicht. Ja, was macht diese Weihnachtsmütze hier? Grinch, was tut das mit der Weihnachtsmütze? Grinch, ey, Grinch, was soll denn das? Das gibt's. Rache, oh, ah. Naja, das macht nichts, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe die Voodoo-Puppe gefunden.